Hallo liebe Secrets-Fans, heute mal wieder ein Video von mir, Rania83. Ich versuche heute, beziehungsweise ist sogar schon der dritte Versuch für heute, die Aufgabe, treffen Sie gegnerische Schiffe fünfmal mit Schiffstorpedos, verdienen Sie 1500 Basis-EP in einem Gefecht zu lösen. Irgendwie habe ich bis jetzt leider immer nur die ersten 5 bis 10 Minuten überstanden. Dann wurde ich von jeweils 2 Zerstörern aufgeklärt und ja, der Rest der Gruppe von den Gegnern hat dann auf mich geschossen und meine arme kleine Akazuki konnte sich dem auch mit Nebel nicht mehr entziehen, dass wir jeweils ausgebrannt oder gleich explodiert sind. Hier sehe ich schon wieder, dass auch hier wieder mehr Zerstörer im Spiel sind, als mir lieb ist. Wenigstens ist es so, dass wir jetzt nicht 9er Gefechte gleich noch mit dabei haben, sondern es ist sich nur auf 8er und 7er sozusagen beschränkt. Dafür haben wir einen Flugzeugträger dabei. Ich bin gespannt. Drückt mir mal die Daumen, dass ich vielleicht diesmal überlebe und ein bisschen Schaden mache, wenigstens. Vier Zerstörer gegen 4 Zerstörer. Gucken wir mal. Ich werde mich hier so ein bisschen an die Inseln halten. Ich bin schon sehr gespannt, wann der erste Zerstörer mich aufdeckt. Oder der Flugzeugträger. So, da ist eine Bismarck. Jetzt muss ich nur die Augen offen halten. Genau, da ist nämlich eine Pensacola. Der weichen wir jetzt schon mal aus. Und da sind nämlich die Zerstörer. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da Zerstörer kommen. Und schnell weg. Los, schnell weg. Ich will nicht gleich wieder innerhalb der ersten 5 Minuten irgendwie sterben. So, das nächste Secret-Mitglied ist auch schon im Haus sozusagen. Mein Fastmann. So, mal gucken, ob wir der Bismarck den Weg abschneiden können. Das wäre natürlich... Oh, eingenebelt. Das heißt auch schon nichts Gutes. Oh je, oh je. Ich ahne Böses. Ja, die dreht ab. Dreht weiter ab. Oh, da kommt eine Fuso. Der Zerstörer sieht mich gerade, Gott sei Dank nicht. Jetzt bin ich raus aus seinem Einzugsgebiet. Dafür sieht er gleich meine Torps. Die Bismarck dreht ab. So, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht die Fuso aufs Korn nehmen. Die dreht ab. Was macht die Bismarck? Die hat es ein bisschen getroffen.
Ich habe so ein bisschen Angst wegen dem Nebel hier, dass wir da gleich... Jetzt dreht sie wieder. Gucken wir mal. Wie gesagt, drücken wir mal die Daumen, dass ich das jetzt irgendwie mal schaffe. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen wegfahren, damit mich auch keiner entdeckt. Wie gesagt, da in dem Nebel habe ich immer noch die Befürchtung, dass da irgendwo ein... Wir könnten natürlich auch auf Flugzeugträgerjagd gehen. Da kommen wir nämlich drum rum. Und die Fuso kommt auch um unsere Tops. Nein! Ein Treffer! Wuhu! So, jetzt hätte ich gerne meinen Engine Boost. Das wäre ein Traum. So, aber dafür können wir jetzt der Fuso nochmal versuchen, einen zu verplätten. Kurz hier ein bisschen ausweichen, damit sie uns nicht sieht. So, dann gucken wir mal. Ja, 1, 2. Den anderen weicht sie jetzt aus. 3. Sehr schön, die Fuso hat Wassereinbruch. Die Sims versucht mich jetzt aufzuklären. Leider bin ich schon irgendwie vorbei. Gut für mich. Gucken, wo der Flugzeugträger sich aufhält. Die Sims versucht einfach so zu ballern. Okay, auch nicht schlecht. Wir hauen da jetzt noch einfach mal einmal Torps raus. Auch nur zur Sicherheit. Ja, die Fuso ist tot. Da ist sie. So, nächstes Ziel suchen wir uns gleich. Ich hoffe, wir treffen jetzt irgendwo hier mal auf den Flugzeugträger. Ich sehe auch nichts an Fliegern. Das macht mich... Traut er sich nicht? Oder ist er vielleicht AFK? Das wäre natürlich super. Ich bräuchte dann noch so einen Zieltreffer von den Torpedos, dann wäre die Aufgabe schon mal erledigt. Aber theoretisch, wenn er jetzt hier irgendwo wäre, würde ich ihn sehen. Ja gut, dann gucken wir einfach mal da oben weiter. Könnte sein, dass die Kiew jetzt auch versucht, mich irgendwie... Ja, die Sims verfolgt mich. Dann hauen wir mal eben den Turbo-Modus wieder rein. Einfach nur zur Sicherheit. Wo ist der Flugzeugträger? Wenn er da oben in der Ecke wäre, dann würde... Ah, da sind die Flieger. Dann gucken wir mal, in welche Richtung die gehen.
Da ist der Flugzeugträger, geschützt von der Bismarck. Die aber Gott sei Dank schon ein bisschen einsteckt. So ein Doppelschlag wäre natürlich jetzt auch schön. Ihr dürft mir jetzt nicht den Flugzeugträger klauen, meine Lieben, ne? Also bitte. Ich brauche noch ein paar Punkte. So, dann wollen wir mal. Einmal Tor. Zweimal Tor. Und dann visieren wir die Bismarck jetzt einfach mit an. Versuchen hier irgendwie am Kartenrand lang zu kommen. Ohne dass man uns sieht. Es wird ganz knapp. Ja, und da ist ganz viel Torpedo. So, was macht die Bismarck? Kriegt sie vielleicht auch noch einen? Das wäre natürlich wirklich ein Traum. Ein paar sind noch im Wasser. Sie versucht auszuweichen. Schafft sie es? Nein, sie schafft es nicht. Zumindest hier haben wir so ein bisschen geräubert. So, der Flugzeugträger hat jetzt leider schon wieder aber dann machen wir jetzt mal weiter. Die Bismarck fährt da. Zack. Normalerweise macht man das ja nicht, dass man von hinten auf wegfahrende Schiffe torpt. Ich versuch's jetzt einfach mal. Irgendwo ist jetzt auch noch die Sims. Oh, jetzt muss ich hier aber die Alabama unterstützen, gleich. Ich würde aber gerne noch den Flugzeugträger killen. Schießen kann ich aber nicht. Ah, das wird schlimm. Schade, der lebt noch mit. Und ich komme im Moment nicht hinterher. Weil die Pensacola wird mir jetzt hier versuchen, den Weg abzuschneiden. Okay, dann droppen wir jetzt einfach nochmal da rein. In der Hoffnung, dass sie vielleicht auf meine Torps aufläuft, weil gut geht's ihr nicht mehr. So, da ist schon mal die Sims. Die mich gleich aufdeckt. Sehr schade. So, und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht entdeckt werden.
gucken, ob wir das jetzt noch schnell schaffen, da dran vorbeizukommen. Jetzt hat sie mich gleich. Ja, jetzt hat sie mich. Aber sie sieht mich nicht. Ja, Gott sei Dank. Und das Gefecht ist gewonnen. Puh, schade, dass ich bei der Eroberung der Basis nicht mitgeholfen habe, weil ich glaube, dass mich das jetzt den... Nein, ich hab's geschafft! 1545 Basis-EP. Yes! Und 10 Torpedotreffer. Das heißt, wir haben die Aufgabe. Hoffentlich... Hoffentlich erfüllt. Jawoll, ja! Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Damit würde ich sagen, vielen lieben Dank, liebe Secrets-Fans, fürs Daumen drücken, dass das dritte Gefecht jetzt Gott sei Dank zum Guten ausgegangen ist. Ich meine Aufgabe abgeschlossen habe. Vielen Dank, vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, eure Ranja83. Tschüss.